Da sind wir wieder zurück mit dem großartigsten Spiel aller Zeiten. Das sehen zumindest viele so. Und ich glaube, wir beide wollen das jetzt nicht ausdiskutieren. Aber ihr wollt natürlich wissen, was wir heute machen. Und guter Touristenführer Denzel, der hat einen Tipp für mich, wo ich noch nie war. Das möchte ich natürlich gerne sehen. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt in einen unterirdischen Fluss. Gibt so verschiedene unterirdische Areale. Die sind mal größer, mal kleiner. Und ich fand die immer mega spannend. Und du hattest gesagt, du hast ja eins ausgesucht, das du noch nicht kanntest. Und das ist der Shit, ich hab auch vergessen. irgendein Fluss. Einzel River. Das machen wir jetzt. Ja, und ich hab's tatsächlich, ne, ihr habt's ja auch schon mitbekommen, ich spiel's auch privat, nochmal mit einem anderen Charakter. Hab auch schon viel gesehen, was wir jetzt hier im Let's Play erst sehen, aber da bin ich offensichtlich vorbeigelaufen, obwohl ich dachte, ich hätte das Gebiet gecleared. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da verpasst habe. Zeig mal gerade, wo du bist, wo du dich hin. Ich bin hier vor dem Geisterriesen. Guck mal, witzig. Habe ich gar nicht gefunden, das Ding. Ich komme von Süden hochgeritten. Das heißt, ach so, wir haben uns jetzt wo. Ah, nee, wir sind noch nicht zusammen, ne? Nee. So, ich reite kurz nach Norden, dann bin ich bei dir. Okay. Ist ja witzig. Habe ich gar nicht gefunden, das lustige Ding. Das ist hier eine witzige Stelle, weil wenn man hier nur so ein bisschen dabei steht, dann kriegt man die ganze Zeit Seelen, weil die hier munter gegeneinander kämpfen. Ja, das stimmt. Und es gibt so ein, wie heißen die, nicht Ringe, wie heißen die nochmal, Talismänner. Mhm. Da kriegst du ja Energie, wenn die sterben. Ah ja. Und wusstest du, dass wenn du diese roten Blutpfützen anfasst und noch du siehst einen roten Geist von jemandem, der gestorben ist. Ja. Selbst da kriegst du Energie. Wenn der, das heißt, du kannst quasi immer wieder diese Pfütze andrücken. Das ist ja cool. Ja, das habe ich auch erst kürzlich rausgefunden. Kleiner, super Spezialtipp. Ey, aber das macht das Spiel halt so großartig, dass du nach langer Zeit immer noch so coole Kleinigkeiten rausfinden kannst. Ich glaube, das ist ein Bug. Weil es gibt einen ähnlichen Bug, du kennst vielleicht, es gibt so, wie heißen die Tanten? Die können nicht laufen. Die heißen Albinaurix. Ach ja. Das sind Leute, die nicht laufen können. Und davon gibt es so Elfenfrauen mit Pfeil und Bogen. Und die sind manchmal, wieso sind die alle blau bei dir? Naja, weil die das Geister sind, genau wie der Riese. Das ist witzig. Und die reiten manchmal auf Wölfen. Und das Interessante ist, dass du hast auch eine Geister, wie heißt der Kram? Du kannst sie beschwören. Diese nicht laufbare Bogenschutzelfentante. Und wenn du die beschwörst neben einem Wolf, glitscht die auf den Wolf und reitet den Wolf und kämpft mit dem Wolf auf ihrem Rücken. Ach. Das ist ja cool. Und das ist garantiert ein Glitch. Also ja, okay. Das kann gut sein. Hast du dein Sign schon irgendwo gelegt? Ja, neben dem Bonfire. Ach, dann gehe ich da hin. Ich habe nur aus Langeweile. Ich bin gerne platt. Ja? Ach so, stimmt. Den lege ich ja hier zum ersten Mal. Bei mir sind die gar nicht blau. Das wundert mich ein bisschen. Bei mir sind die, ja, das ist komisch. Bei mir sind die nicht blau. Crazy. Und ich kann mich ja nicht erinnern, dass die bei mir blau waren. Was? Das nimmt der noch mit? Ey, die finde ich ja fast einfacher ohne Pferd. Ja, auf jeden. Einfach an die Beine halten. Ja, ja, eben. Steig mal ab. Man kann halt auch immer so geil den hier machen. Okay, jetzt nervt es natürlich wegen diesem Schwert. Okay, das ist echt kacke gelaufen jetzt gerade. Keine Flucht. Jetzt musst du ihn machen. Oh Mann, das sind ja noch die anderen. Das ja, habe ich komplett vergessen. Die sind der blöde Zauberer. Der blöde Zauberer. Das ist eine Charakterbeschreibung. Die kann man ja auch beschwören, den blöden Zauberer. Sehr gut. Mann, ich will ihn nur wegkriegen. Sehr gut. So, jetzt. Oh. Blöde Zauberer. Oh, jetzt ist er wieder mit seinem Zauber hier. Oh, zu früh? Jetzt stelle ich mich aber auf an. Spannend, jawohl. Der wird aber auch nicht gesteggert, ne? Nee. Oh,
ich wusste nicht, wie weit das geht, weil ich musste mich unbedingt heilen. Deswegen habe ich so ein bisschen Safety-Shit gemacht. Was macht er jetzt? Den. Das ist so geil. Baum! Ein Stein! Gib ihm! Ja, da ist er hin. Da ist er down. Befriedigend. So, und der droppt, glaube ich, auch was. Nee, nicht immer. Ach krass, weil eigentlich droppt er dieses Kristall-Great-Sword. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber das sieht so auch blau und kristallen und so aus. Okay. Du hast das bestimmt schon. Aber das kann man mehrmals kriegen auch. So, hier ist es, dein Sign. Wunderbar. Heilig mein Sein. Gulpi Gulpsen am Start. Okay, was wollen wir? Ach ja, wir gehen jetzt. Genau, du weißt ja schon, wo das ist. Ich folge dir. Hä, nee, weiß ich nicht. Ich bin ja dumm dran vorbeigelaufen. Okay. Offensichtlich. Hier in the Zone. Also du hast. Nach Osten. Wir gehen. Hier irgendwo vielleicht? Ja, warte. Ah, nee. Oh, nee, weiter da drüber. Oh, so, da müssen wir ja weit reiten, du. Ach, können wir ja gar nicht. Wir können gar nicht, genau. Aber hier hält uns nicht viel auf. Okay, aber es wäre schon sinnvoller gewesen, natürlich, wenn ich in deine Richtung geritten gekommen wäre und wir uns dann da getroffen hätten. Aber egal. Nö, nee, ist egal. Alles gut. Ja, hier habe ich den Weg schon frei gemacht. Ja, sage ich, sehe ich auch gerade. Die hast du alle platt gemacht, die Leichen, die hier liegen, ne? Ja, die haben sich auch teilweise selber platt gemacht. Ja. Aber ich war jetzt auch gerade ein bisschen Brain AFK. Das mache ich übrigens sonst nie, so einen einzelnen Zauberer übrig lassen oder so, wie eben bei dem Riesenkampf. Invasion. Oh, echt? Oh ja. Wie hieß der Carlos Mendes? Carlos. Carlos, der Invader. Aus dem Invaderland. Wollen wir uns hier verstecken? Ich verstecke mich, ja. Komm, wir hocken uns hier. Er findet uns nie. Niemals. Da kommt er. Da kommt nicht so weit vor. Du leuchtest. Ja, ja, stimmt. Ja, er läuft hier. Da, vorbeigelaufen. Lass mich vorbei! Ja, sorry, sorry. Da läuft er. Wollen wir den ganzen Tag hier warten, oder? Jetzt kommt er zurück. Warte mal. Weiter, kommt zurück. Ja, er ist noch nicht ganz da. Ich will wissen, ob er nochmal hier suchen kommt. Weil wir sollten ihn überraschen, wenn er halt hier vorbeigeht, finde ich. Damit wir unseren Hinterhalt auch nutzen. Okay, dann stürmst du rein, denn ist er das erste Mal überrascht. Ja. Und dann, wenn du ihn, dann drehst du ihn mit dem Rücken zu mir. Und dann schneide ich ihm von hinten sein Haupt ab. Das ist ein fantastischer Plan, nur jetzt ist er irgendwie weg. Also ich sehe ihn nicht mehr. Bis. Vielleicht warte ich. Ich bin zu ungeduldig für sowas. Er macht jetzt bestimmt das Gleiche und sitzt hinter dem Stein da. Ja, ne? Jetzt warten wir beide. Er wartet auf der anderen Seite. Da kommt ein Rider-Dude. Rider-Dude. Okay, der geht aber nicht weiter. Es wäre doofes Timing, den jetzt zu triggern, wenn hier auch der Typ ist. Aber ist der Typ noch da? Gibt's dafür irgendeinen Indikator? Es stand ja nichts, dann müsste der also noch da sein. Ach stimmt, es wird dir mitgeteilt, wenn er weg ist. Genau. Ja, dann macht er tatsächlich das Gleiche. Oder begibt sich auf die Suche. Vielleicht denkt er auch, wir werden irgendwie da oben, da kann er nämlich auch sein. Und ist jetzt, hat sich auf den Weg dahin gemacht. Der Reiter kommt immer näher. Das stresst mich. Okay, ich gehe jetzt auch wieder an den Rand. Scheiße, das ist aus einem Gag, ist jetzt was total... Nein. Ah, der Dunkelkavallerist ist wieder da. Bin so blöd, ey. Soll ich beide auf den Stein hocken? Nee, ich komm, ne? Ja, kannst mir schon helfen, aber okay. Jetzt. Stirb, ja. Du Dunkelkavallerist, ja, Schwein. Hat ja auch die Formel HP. Oh shit, HP, davon habe ich nicht so viel. Oh. Und der hat auch schon mehr HP hier als der von eben. Ah. Oh, oh. Und zu Fuße ist nicht das gleiche wie zu Pferde. Das stimmt. Man merkt es sofort. Oh, da ist er. Hinter uns. Oh, oh, oh. Verdammter Penner. Okay, ich kümmere mich kurz um den Invader. Okay, du kümmerst dich um den Invader. Ich kümmere mich um Captain Pferdemeister hier. Oh, Pferdemeister bei mir. Pferdemeister ist abgelenkt. Pferdemeister... Wie, und du kommst einfach rein, du Fucker, während wir hier kämpfen? Dann müssen wir aber auch zu zweit gegen dich, okay? Ja, ja, ist aber wirklich so. Fieser Kerl. Ah! Komm, heil dich nochmal. Heil dich nochmal. Ja! Zack. Ah, schade. Oh, fieser Blut. Fieser Blut. Lauf, du kleiner Mann! Oh! Hm?
Hast du den Reiter jetzt schon erledigt oder ist er woanders? Nee, er triggert, er will den jetzt wieder triggern. Ah, oh, der Penner. Ah. Was macht er? Ah, sehr gut. Nein, er triggert. Komm zurück. Ja. Das wollen wir nicht, oder? Oder wollen wir ihn einfach mit dem Reiter platt machen? Wie er sich da versteckt bei seinem Reiterkumpel. Reiterkumpel. Oh, jetzt kommt mal der Reiter, der beeilt sich schon. Das war eben auch schon so, dass er dann so ein bisschen... Er hat was gesehen und er hat dich gesehen. Oh, ich muss mal... Hier ist mein Ding. Zack, zack. Okay, mach schnell den Reiter fertig. Dann haben wir die Ruhe, ja? Ja, können wir auch machen. Auf einen von uns geht er halt auf jeden Fall, ne? Ist er schon da? Ja, ja, ich kämpfe gerade mit ihm. Okay. Oh, jetzt will er auf dich gehen. Kann er machen. Zack. Sehr schön. Ja, du bist halt schon ganz gut dabei. Mr. Reiter auch tot. Ja, hast du gut gemeistert. Der hatte nicht viel Energie anscheinend. Ja, ich wollte fast wir sagen, aber ich hatte damit tatsächlich jetzt nicht viel zu tun gerade. So, okay. Schön. Cool, cool. Schade, dass man den Namen nicht sieht von dem Typen. Oder stand das irgendwo? Doch, da, am Anfang stand das da. Da stand irgendwas Carlos Mendez oder so. Muss ich selber... Ah ja, stimmt. Carlos Sanchez Mendez war das. Echt, hat er noch einen Sanchez dazwischen? Wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir uns wieder hinsetzen und neu sammeln. Ne? Ja, aber ich übernehme die Strecke jetzt schon mal per Pferde. Dann geht's doch etwas schneller. Ja, der Trick ist leider, dass wir, glaube ich, falsch laufen. Wenn man hier durchläuft, wir hätten hier vorne rechts abbiegen müssen. Genau, das ist natürlich blöd, weil hier geht's nicht so richtig weiter. Achso, nee, man muss oben bleiben, ne? Genau, das war's. Man genau. Oben bleiben, genau. Lass mich mal ganz kurz gucken. Aber es geht ja noch. Kommst du da hoch? Ja, man kann hier rum, wo die Wölfe... Kann man da rum? Ja. Okay. Da kann er rum, okay. Ich lasse jetzt auch alles links liegen. Du kannst ja schon an dem Spot warten, wo wir hin müssen. Dann weiß ich nämlich auch noch mal genauer, wo ich hin muss. Genau, wir treffen uns beim Artist Shack. Das ist einfach, wenn du den Weg folgst. Da oben siehst du es schon direkt vor dir. Ach so, das ist ja nah, cool. Genau, wie der Name sagt, findest du da wahrscheinlich auch. Ich glaube sogar in... Das kann doch nicht sein. Wie unvorsichtig bin ich denn? Ich bin an dieser Gnade sogar vorbeigeritten. Kannte ich hier noch nicht. Und auch das hier ein weiteres Bild, das ist ja geil. Wo ist das? Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Nicht schlecht, das letzte Mal auch gesagt und wusstest es direkt. Ja, deswegen wette ich auch, alle Straßen Los Santos zu kennen. In Orientierung ist mein Ding. Ah, okay. Mal checken lassen, ob du so ein Savant bist. Savant? Das ist glaube ich, ach, ich sage wahrscheinlich was Falsches, aber ist das nicht so eine spezielle Form von Autismus, weißt du? Savant? Ach so, ja, nee, ich habe schon mal einen Autismus-Test gemacht. Ich bin knapp kein Autist. Knapp. Demi-Autist. Ja, genau. So, okay. Ja, aber was ich mir das allercoolste Talent vorstelle, ist ein fotografisches Gedächtnis zu haben. Also ein richtiges. Also ich kann mir auch gut Karten und so, kann ich mir sofort merken. Aber ich habe es immer so verstanden, Leute, die das haben, können sich auch, also die gucken sich ein Vokabelblatt an und können die gar nicht. Aber sie können das Bild komplett abrufen und müssen dann im Vokabeltest nur abschreiben von ihrem Gedanken. Mhm. Aber haben nichts gelernt dabei. Das ist doch fantastisch. Okay. Dr. Wanne. Naja, ich hab... Was haben Sie denn? Das ist doch fantastisch. Ich habe mich durch die Schule so gern durchgemogelt. Ja. So, jetzt musst du natürlich sagen, wo es in diesem... Als erstes machen wir den Typen da unten, weil der ist speziell. Der ist speziell? Ja. Aha. Hallo, spezieller Kollege. Hey, Special Boy! Ach, das ist so ein Neid, gegen die man ganz gern mal kämpft, ne? Gibt's auch einen in so einem Siegelgefängnis. Der droppt, glaube ich, shit. Au. Oh. Nee, ich meinte vom Moveset, so den hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Das ist auch der Ritter, den wir in
als wir mit Colin noch da so runtergegangen sind in Schloss Sturmvale. Da haben wir doch noch den Ritter nachträglich. Meinst du, der den fliegen konnte am Ende? Das ist ein anderer. Ja, das ist doch ein anderer. Ja. Und die unterscheiden sich dann auch manchmal minimal. Der hat jetzt zum Beispiel so eine goldene Rüstung und, glaube ich, einen anderen Helm. Ach, mit Rollen geht auch? Das habe ich nie probiert. Okay. Habe ich erst kürzlich rausgefunden, weil ich habe sonst immer genau mit dem Schwert drauf gezielt. Ja, ich auch. Ich habe zum Glück immer so dicken Hammer, da muss man nur ungefähr in die Richtung. Ja. Per Pferde ist auch da wieder entspannter, weil der macht das direkt mit seinen Hufen kaputt. So, sind wir hier richtig? Nein. Wir müssen eigentlich in die andere Weiter Richtung. Hoch, ne? Ja, ich glaube, wir können hier runter. Können wir hier runter droppen? Hier ist noch ein Boss, den wir machen könnten, aber der ist lame. Ich glaube, hier können wir gar nicht runterdroppen. Oh, hier ist nur ein Item. Was? Oder können wir hier runterdroppen? Guck mal, pass auf, hier kommt gleich dieses Skelettmeister. Das ist ein bisschen nervig. Ja, nervig, aber jetzt ist auch gelaufen. Achso, du kümmerst dich um an. Na gut. Oh, ich habe den nicht gefinisht. Einer kommt wieder. Mach ich. Na? Finished. Ja. So. Ja. Waren das schon alle? Krass. Das waren, glaube ich, schon alle, ja. Okay, wenn wir hier runter kämen, wäre das ganz nice. Oh! Du hast es jetzt einfach mal probiert, okay. Das klappt nicht. Ah, ja. Nee, ich bin aus Versehen einen Schritt zu viel gemacht. Das dachte ich mir schon. Not good. Ich glaube, hier gibt es noch nicht mal einen Trick. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt da hinten. Es gibt auf der anderen Seite von diesem Ding eine Stelle, wo man runterdroppen kann. Aber dann kommst du nicht rüber. Hier. Ja, da kommst du aber nicht. Aber du musst doch nur hier runter durchgehen dann. I doubt it. Ja? Das sieht, glaube ich, so aus. Probier es gerne, aber I doubt it. Probier das jetzt. Probier das. Ich muss nur halt, ist denn da ein Bonfire? Unten ist eins, ne? Ja, guck mal, das entdecke ich einfach kurz. Nimm mal das unten. Ne, nicht das. Was? Das willst du kurz entdecken. Ja, Burg. Genau. Okay. Ja, genau, da kannst du ja runterhopfen. Ich, genau, Jaburg. Entdeck dir das kurz. Ich meine aber, dass das nur auf der Karte so aussieht. Ich glaube, das ist ein Stuhlkreis von so ein paar Typen und dann kommt man da nicht rüber. Okay. Da hinten sehen wir den Boss. Den träge ich jetzt aber mal nicht. Den gibt es auch ein paar Mal. Du musst original von übers Wasser. Du musst über den See, ja. Echt? Musst, ja, original, ja. Aber da hast du bestimmt irgendeinen. Ha! Das ist ja witzig. Da ist, glaube ich, auch. Ah, nee, den hast du noch nicht. Da könnte auch Quest-Action sein. Mhm. Genau, und jetzt auf dem Haus natürlich landen, ne? Ja, klar. Na. Hier ist auch ein Item. Leider ein bisschen dunkel gerade. Aber ich finde, im Dunkeln sehen diese Gnaden immer so schön aus. Generell dieser Staub, der immer so hinfliegt. Da würde ich am liebsten so reingreifen. Oh. So, haben wir die auch. Und jetzt probiere ich das tatsächlich mal. Vielleicht können wir uns ja direkt da treffen. Hier ist so ein Kessel-Dude. Geh mal zum Kessel-Dude. Okay, war das? Ich will nur das Item. Aber das war das nicht ein unfreundlicher? Das, Ja, mit ihm kann ich nicht reden. Kannst du nicht reden? Okay. Ich glaube, das war ein unfreundlicher. Okay, dann fighte ich den jetzt nicht. Ich war mir nicht sicher, ob da auch der Kesseljunge manchmal abhängt. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob wir den im Spielstand hier schon kennengelernt haben. Ja, könnte sein, dass das die zweite Station vom Kesseltypen ist. Ja, hier sind viele Blümchen. Mhm. Du guckst jetzt, ob man da rüberkommt. Ach so, hier geht's noch mal tiefer. Jetzt check ich das erst. Das meinst du? Genau, da kommst du nicht. Da bist du runtergefallen? Nee, du bist hier raufgefallen, ne? Ach, wir müssen da rüber. Genau, wir müssen rüber. Ah, okay. Nee, dann hast du natürlich völlig recht. Und wie käme man dann dahin? Was ist das hier? Das ist doch das Meer. Das ist das Meer, genau. Aber guck mal weiter Richtung Turm. Weil wenn du hier gar nicht warst, dann hast du ein bisschen was verpasst. Nee, ja, hier war ich schon. Da warst du. Ja, okay. Ja. Okay. Nur da halt noch nicht, wo wir drauf gucken. Das habe ich halt komplett nicht entdeckt. Mhm. Und das heißt, wir kommen aber nur von da dahin. Genau. Das würde ich vorschlagen, dass du irgendwie dich da
Entweder dahin beams kurz und einmal nach Osten, ja, straight nach Osten düst. Mach ich so. Okay, dann warte ich denn genau da bei dieser, die du gerade gesehen hast. Die macht, glaube ich, mehr Sinn zu warten, weil sonst muss ich das ja, müssen wir das beide alles zu Fuß laufen. Und hier, glaube ich, kann man runterjumpen, ohne diese Kollegen hier alle ihnen begegnen zu müssen. Hier sind noch einige Nachtgegner in dem See. Vogel zum Beispiel, den wir gerade erledigt haben. Genau, gerade nach Osten. Genau, hier müsste das jetzt sein. Ja, ich reite völlig richtig. Genau, du siehst ja sogar die Brücke, den Durchgang kannst du ja da schemenhaft, ja, man sieht ihn schon, erkennen. Ah, da sieht das cool aus. Dieses Gebiet ist in der Nacht generell richtig schön. Das hat viel diese Glühwürmchen, ja, toller, ja, Sternenhimmel, top Ausblick auf den großen Erdenbaum. 10 von 10. Das gibt's doch nicht. Volki eigentlich. Ja, ich kenne das. Was ist hier nochmal? Ah, ein Item. Tja, das war gekonnt. Sehr gut. Das war zufällig. Ich hätte die Vergiftung ehrlich gesagt einfach in Kauf genommen, dafür, dass ich das jetzt schnell habe. So, muss ich da hoch oder muss ich hier zwischen? Hier zwischen, ne? Genau, du läufst richtig. Ach, guck mal, da ist ja auch die Gnade. Die Gnade! So, lade ich mich noch schnell mal auf und dann. Okay. Kurz die Seelen verballert. Und Item aktivieren. Da bist du auch schon direkt. Das ging schnell diesmal. Das liegt ja auch schon eine Weile. Das stimmt natürlich. Und hopp, ich springe in dein Spiel. Whoop. Okay. So, also weiter nach Osten und dann nach Norden. Und da ist wieder ein netter Fahrstuhl, den du gerne mal kennenlernen möchtest. Mehr sage ich dir nicht. Den möchte ich tatsächlich kennenlernen. Eine Schande, dass ich daran vorbeigelaufen bin. Genau. Wobei ich dieses Gebiet auch nicht ganz so gründlich gemacht habe wie andere. Also wirklich in jede dunkle Ecke geguckt. Weil ich bis dahin schon so lange gebraucht habe und irgendwann dachte, jetzt will ich aber auch mal Progress machen. Jetzt will ich mal wissen, wo es weitergeht. Weil ich habe nämlich ganz lange keinen Boss mehr gesehen gehabt und das hat mich gelangweilt. Ja, ja, das kenne ich. Aber ich mache das akribisch. Manchmal hat man einfach keinen Bock mehr, aber trotzdem ist es wie Arbeit und dann kommt da noch eine Höhle, aber die brauche ich doch auch noch, um das Gebiet komplett erforscht zu haben. Ja, genau, ich ticke eigentlich auch so, aber ich habe mir halt dann an der Stelle zum Beispiel, wo ich nicht mehr weitergegangen bin, jetzt mal einen Marker gesetzt und weiß jetzt Bescheid, hier komme ich späterhin zurück, wenn ich gerade vielleicht Bosskämpfen überdrüssig bin und wieder Bock habe auf Open-World-Erkundung. Okay. Weil irgendwie, da hatte ich echt so eine 8-Stunden-Session, wo ich keinen großen Gegner gesehen habe, wo ich nur rumerkundet habe. Okay, die lasse ich mal liegen, da die Wölfe. Gehen wir mal hier weiter. Genau. Das ist ein Fackelkollege. So, jetzt folgen wir dem Weg nach Norden hier. Im Großen. Genau, sehr gut. Sind hier so verrückte Tanten. Ach, die pass auf, die machen wir gleichzeitig. Ich die linke, du die rechte. Okay. Ah, nee, das klappt nicht. Die sieht mich vorher. Hol sie dir. Okay. Ah, Mist, ich habe eine Millisekunde zu spät, okay, sonst hätte es geklappt. Beim nächsten Mal. Ja, die müssen ein bisschen besser stehen. Wer ist er denn? Stimmt, wer ist er? Machst du die Tanten und ich? Oder? Ja. Ach, ist egal, wir schlagen einfach drauf. Oh, ich bin voll in sein Feuer gelaufen. Weil, nee, es ist kein Feuer, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das ging schnell. Das sah schon ziemlich nach Feuer aus. Ja, aber ich glaube, das ist so. Macht das nicht auch so, nicht Blutungsschaden, wie heißt das andere? Madness? Ja. Das hatte so ein bisschen so eine Einfärbung. Ich dachte auch erst, dass er dieses Madness-Sign gemacht hat, aber dann kam da doch Feuer raus. Ah, okay. Ich hatte kein Madness-Bild ab. Aber dieser Aufzug wird sogar bewacht, im Gegensatz zum anderen. Ja. Dann testen wir mal den Türsteher. Also noch ist er ja ganz schön friedlich. Ah, er hat uns jetzt erst bemerkt. Okay. Hallo? Ach cool, jetzt kannst du ihm ins Auge stechen, oder den Bauch. Beziehungsweise in die Brust, ins Herz. Ja, sehr schön. Okay. Den würde ich nicht einstellen. Das hast du verpasst. Oh, jemand wird invaded. Ja. Okay. Komm, lass uns hier symmetrisch aufstellen. Oh ja, das ist so cool. So zwei Galionsfiguren. Das drückt auch aus, wir haben keine Angst. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind gewappnet. Seid ihr sicher, dass es nicht ein neues Gebiet ist? Hey, Digga, Felix ist schon wieder so smart und sagt gerade, das ist ein neues Gebiet. Wir können da nicht zusammen rein. Ich muss abhauen, dann kannst Ach du da so, rein. Ach so, das kann auch sein. Stimmt, weil sonst hätten wir angezeigt bekommen, dass wir invaded werden. Ja, bei Souls war es immer so, dass sich das schon vorankündigt. Manchmal dauert das. Der Netzwerkcode war ja manchmal ein bisschen schwierig. Und dann hast du manchmal gesehen, ah, ich werde jetzt invaded. Okay. Und kommt 5 Sekunden später die Meldung. Wie lange wir hier wohl noch cool gestanden hätten, bis wir es gemerkt hätten. Jetzt werden wir es nie rausfinden, Felix, wie lange wir hier noch gestanden hätten. Danke. Ja, wer weiß, wer weiß. Okay, dann begebe ich mich schon mal nach unten, ne? Oh shit, da gibt's. Achso, ja, genau, geh nach unten. Ich finde, das sieht so toll aus, dieser blaue Kram. Ich hätte gern so einen Aufzug zu Ja. Oder wenn du eine Treppe im Haus hast und auf jede Stufe, auf die du gehst, die schimmert dann immer einmal so blau. Geht der so schnell runter? Jetzt nicht mehr, aber zwischendurch. Und ich glaube, wenn man dann pinkeln würde, würde man quasi genauso, die Pipi würde quasi wie bei Schwerelosigkeit sich sammeln und mit dir gleich in der gleichen Geschwindigkeit runterplatschen. Ein Spaß für die ganze Familie. Okay, kommen Sie. Ich stehe am Ende der Treppe, genau da, wo du bist, genau. Ja, cool. Aber der Abgang hier ist nicht ganz so spektakulär wie im anderen. Ja, ne? Der war ein bisschen kürzer. Also optisch meine ich jetzt nur. Stimmt, ja. Also der ist jetzt kürzer, genau, und es sieht nicht so magisch blau alles aus. Nicht so magisch. Aber wir kommen ja auch aus einem magisch blauen Gebiet. Okay. Wäre auch ein bisschen Übersättigung dann. So. Welche Waffe nehme ich jetzt? Hattest du gelegt? Ich hatte gelegt, okay. Ja. Dann muss ich mich in Geduld üben. Ich nehme meine Hauptwaffe. Das ist sie, die ich am meisten gespielt habe. Oh ja, die hat es ja auch schon mit Colin dabei. Ich hatte, vielleicht ist das ganz interessant, auch sehr gerne für Bosse. Zum Beispiel gibt es da so einen ganz berüchtigten Boss sehr weit im Norden. Und wenn du die zweihändig nimmst, kannst du, und ich habe dann hier zum Beispiel auf Poise sehr viel. Ich habe Poise 41. Ich glaube, ja genau, ich habe das nicht mal an. Ich habe normalerweise dann noch so ein Talisman, der extra Poise gibt. Das heißt, ich werde nicht gestaggert und mache dann einfach so die ganze Zeit. Und die greifen mich an und da kannst du stellst dich neben den Boss und haust den Boss einfach weg. Und der wird dann irgendwann gestaggert, haust weiter drauf und das geht den ganzen Tag. Und das klingt total OP. Das ist sehr OP, ja. Okay, kann ich empfehlen. Cool. Das ist ein super Tipp. Hast du mich schon gesammelt? Ja. Krass. Du bist nicht gekommen, ne? Also, du wurdest nicht gerufen. Ja, müssen wir es noch probieren. Hatten wir ja eben schon mal in der letzten Folge. Der scaled mit A. Oh, du hast halt auch 4 Talisman-Slots. Darauf freue ich mich. Ich habe erst 3. Also, hier habe ich erst 2, glaube ich, sogar. Ja, erst 2. Wo bleibt denn das Zeichen? Soll ich es nochmal neu legen? Ja, besser ist, ne? Da legt er das Zeichen neu. Yeah, jetzt liegt es ein bisschen weiter rechts. Zwischen Treppe und Gnade. Mhm.
Gib mir ein Zeichen, ein bisschen Zeit. Ja. Da lief das so gut die ganze Zeit. Mhm. Ich habe eigentlich an, ja. Ja. Da ist es. Okay, ich komme. Ja, wer weiß, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich musst du jetzt erst auf einen anderen Server übertragen werden. Und wir kennen das Internet ja alle, das dauert dann. Ja, ich denke, das funktioniert mit verschiedenen Dimensionen so. Ja, stimmt. Die mussten eine kleine eigene Matrix aufbauen. Und du bist jetzt in meiner Dimension hier. Das sind die sehe ich schon die ganze Zeit. Da sind so coole... Ach, das meintest du mit den Ameisen. Oder so vielleicht. Mhm. Genau, ich hatte Walle nämlich aus Versehen einmal zu den Ameisen gespoilert. Jetzt sieht er sie. Wir können aber erstmal rechts gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, die müssen wir ja erstmal gar nicht triggern. Ja. Also so schön die aussehen. Du wolltest sie bekämpfen, oder was? Ja, die irgendwie erstmal Bock. Woher weißt du denn, ob die böse sind? Das weiß ich gar nicht. Aber ich denke halt, die droppen runter, sobald ich da drunter laufe. Hier ist ja fast nichts nett in der Welt. Nochmal ein bisschen Licht. Oh, ich habe noch gar nicht die Laterne gekauft, die man sich so umhängen kann. Die hast du gerade an, ne? Dir kaufen. Die ist so geil. Ja. So, hier ist... Da ist ja nichts. Aber da kann man bestimmt später wieder herkommen oder so. Kenn doch das Spiel. Ja. Ja. Wer sind Sie denn? Ah, sag ich doch. So nett sind Sie gar nicht. Ist schon tot. Die hat mich überrascht. Mhm. Auch fies, dass sie erst springt, wenn du zurückkommst, weil dann denkst du, dann kann ja nichts mehr sein. Stimmt, ja. Die sind so geil. Fies. Ist eigentlich ganz schlau, die so nacheinander runterplumpsen zu lassen. Ja, ich hatte die, als ich das erste Mal gesehen hatte, erst mit einem Bogen alle einzeln runtergeschossen. Mhm, stimmt, das ist natürlich auch ein Weg. Nee, ich brauch's. Was nehmen wir? Ja, du geh ruhig mal vor. Mhm. Bist auch gar nicht so schwach, haben wir gerade gesehen. Ja. Zwei Strikes. Und die Ameisen sind down. Aber okay. Ich kann dir hier bei solchen Stellen ja helfen. Ja. Und vermeiden, dass wir in die falsche Richtung haben. Hier würde ich zuerst einmal links gehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, tatsächlich an der Stelle, weil damit verschwendet man auch ein bisschen Zeit. Also, beim Alleinerkunden ist das schon okay, aber hier ist es ja ein anderer Kontext. Dreier Schmiedestein nehme ich. Dip. Am nervigsten ist sowas bei Final Fantasy, weil du da ja diese Random Encounters hast. Und wenn du dann wieder zurück bist... Wo ist das denn her? Ach, da. Wer hätte das denn gedacht, dass wir überrascht werden von ein paar Ameisen? Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gerechnet, weil ich dachte, wir hätten die da alle, also woher wussten die denn, dass wir hier sind? Was bei Final Fantasy? Das ist am nervigsten, wenn du in die falsche Richtung rennst. Wieso, weil die Laufwege so lang sind? Nee, wegen den Random Encounters. Ach so, ja, ich habe dir eben nicht ganz zugehört. Deswegen musste ich immer nachfragen. Ich merke das schon. Ich habe komplett wiederholt. Ja, ich war halt konzentriert. Ist okay, ich meckere ja nicht. Viele Items hier. Die sind aber auch immer baity platziert. Also hätte mich auch nicht gewundert, wenn ich gerade eins loote und dann droppen 10 Ameisen runter in dem Moment. Wenn es manchmal so zwei Wege gibt und die sind... beide recht lang, dann gehe ich immer ein Stück den einen, dann gehe ich wieder zurück und ein Stück den anderen, ein bisschen weiter aber und immer hin und her, bis ich weiß, welcher der längere ist. Nicht echt, was? Das ist ja wahrscheinlich das Uneffektivste überhaupt. Nee, oder? Weil da muss ich nie wieder zurück.
Das ist, kommt aus der Angst vorm, ich kann nie, hier nie wieder hin zurück. Okay. Und ja, natürlich ist das ineffizient. Das habe ich auch nie behauptet. Wollen wir erstmal die von der Decke holen, bevor wir hier den Bossfight oder was das wird, angehen? Ach, da sind welche an der Decke. Ja gut, gib ihn. Also, ich würde mal probieren, ob die fallen. Nee, da mache ich mir einen Bogen. Hast du nicht was zum Werfen, ja, zum Schießen? Was für ein Bogen? Ich fange sie auf. Okay. Wen nimmst du als erstes? Den, ne? Okay. Ich fange sie auf. Gut, gib ihm. Scheiße, jetzt hat er wieder aufgehört zu ziehen. So jetzt. Hä? Sag mal. Ich glaube, so kann man das nicht machen. Ah, doch. Das war, da war ein Stalaktit vor oder so. Okay, du machst sie dann immer, wenn sie runterkommt. Hey! Oh, jetzt sind sie aber einige. Oh, jetzt muss ich dir helfen. Na. Okay, nee, muss ich nicht, aber. Das war nett. Ameisenschlacht! Sehr gut. Cool. Das war, glaube ich, ganz gut, weil jetzt haben wir unsere Ruhe. Ja. Jetzt sind da bestimmt keine Ameisen mehr. So nee. Viel mehr, wie viel mehr können da noch sein? Ja, wenn da jetzt eine dazukommt, meinetwegen. Ja, höchstens. Aber die, die vielen braucht ein ich Streuner. Nicht. Ja, ich hau mal da drauf, ne? Ja, wenn du dich traust. Hä? Das hält ja nichts aus. Hä? Ich dachte, das wäre der Megaboss jetzt. Ja, manchmal. Die eher Größe ist halt nicht alles, ne? Ohne 10er-Rune. Wow. Ui. Das ist ja geil. Achso, ich dachte, man könnte die Eier hier kaputt machen. Ja, ne? In Skyrim kannst du da reingreifen. Da kommt so ein fieses Klebgeräusch und dann lootet man nicht mein Schwert aus dem Ei. Ja. So, todesmutig sprinte ich voran. Ohne Licht, ohne alles. Und es hat funktioniert. Und was ist das für ein cooler Reveal? Das hat das Spiel so drauf, dass du dann plötzlich wieder in so eine große Halle kommst. Und dann wird einfach so eine toll aussehende Statue königlich angeleuchtet. Mhm. Geil. Okay, kann man hier oben noch was machen? Ja, man könnte darauf. Ich guck mal noch mal kurz in die andere Richtung. Ne, hier geht's nicht weiter, glaube ich. Aber da vielleicht, aber es sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir mal auf diesen Balken. Schmiedestein 4, geil. Und droppen uns hier zu dem Item. Himmelstau. Oder Himmelstau. Was ist das? Das habe ich, glaube ich, noch nie. Himmelsstaub? Nee, Himmelstau. Himmelstau. Ah, ist das das, was vielleicht FP regeneriert? Oh, ja, das kann sein. Ach, die. Die kenne ich schon von irgendwo anders. Ja. Ja. Die sind langsam, aber nerven. Ja. Ey, du lebst ja immer noch. Waren wir alle tot. Normalerweise lohnen die sich überhaupt nicht. Mhm. Oh. Da. Oh, jetzt hat das nicht gereicht. Sag mal, ich darf nicht sterben, Leute. Wisst ihr das nicht? Ich bin der Host hier. Habt ihr das nicht gesehen? Gut, oh. Gut. Cool, da ist noch einer. Ja, ja, da ist keiner am Leben. Ja, ich weiß ja nicht genau. Also ich töte schon immer alles, wenn ich das erste Mal in dem Gebiet bin, weil du ja nie weißt, ob nicht gleich was Fettes von hinten kommt und es gut für dich ist, hier das ein bisschen... Du nicht noch kleine Mobs hast, die dazwischen nerven. Das weißt du jetzt natürlich schon, ob es lohnt, an denen vorbeizulaufen oder nicht. Und da wir die killen, vermute ich, dass es irgendwie wichtig ist. Man weiß es nicht. Ich meine, hier ist auf jeden Fall Platz für einen dicken Kampf. Das stimmt, ja. So einer, der diese coolen Säulen umschmeißen könnte. Mhm. Hier ist noch ein Item, das hole ich mir schnell. Dann ist hier eine Tür. Da würde ich gerne rein. Und bestimmt ist auch noch irgendwas unterm Wasserfall. Ja, komm, wir nehmen erstmal diese Gruppe da unten noch mit. Weil dann kann ich diesen Raum clearen und weiß, ob ich hier fertig bin oder eben nicht. Okay. Schnitzel, Schnetzel. Die
lieben, glaube ich, den Untergrund, weil die gibt es auch in Sirofa. Sirofa. Ofern ist Sirofa. Heißt das überhaupt so? Keine Ahnung. Sifora. Ich weiß immer nicht genau, wie es heißt. Der andere Untergrund, den ich schon kenne. Nein, 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 nicht stechen. Lass mich. Die einfach nicht gestaggert werden, ne? Richtig gut stelle ich mich gerade gegen die nicht an, muss ich ehrlicherweise sagen. No! Ne, die halten was aus. No. Und die werden dann zu so einem lustigen Schleim. Der ja, stimmt. Der bleibt dann auch da. Die gelitieren. Ja. Eine Direktzersetzung. So, hier diese Geisterlilien, die kann man ja bei... Auf der, in der Tafelrunde bei Ronalda, Romilda, weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ach so, Mädel. Zum Upgraden der ja. Geister, ja, genau. Genau. Ja, ja. Oh, guck mal, fast ins Loch gelaufen, hier ist ein Hebel. Und da geht's noch tiefer runter. Nee, dann ist ja Quatsch, warte mal, dann ist ja dumm, da direkt hinzugehen. Ich geh mal ganz kurz nochmal unter den Wasserfall, weil, da sieht man jetzt natürlich nicht so viel. Vorsicht vor bewölkt. Was soll denn die Scheiße? Ich finde Trollen ja auch witzig. Vorsicht vor bewölkt. Aber. Komm ruhig zum Fahrstuhl. Meinst du? Aber, also ja, du weißt es ja, aber da hinten ist doch noch so ein Raum, da sind wir nicht reingegangen. Der da. Ist der nicht geil? Wir können auch deine Taktik machen. Jetzt gehen wir erst ein paar Meter da rein, dann gehen wir wieder zu dem Fahrstuhl, dann gehen wir wieder ein paar Meter da rein. Nee, oder du kommst jetzt zum Fahrstuhl. Das ist in Let's Plays nicht so beliebt. Ich glaube. Hier ist schon wieder so ein Eumel. Ja. Was seid ihr? Antike Stein. Ach, du bist schon eingepennt. Oh ja, stimmt. Du wachst jetzt auf durch die Fahrt bestimmt. Hä? Ne? Hä? Oh. Willkommen. Yay. Boah, direkt nach dem Aufstehen springen, du, das kann ich aber nicht. Nee, ich falle auch gleich um wegen Kreislauf. Ja. Erstmal die Gnade. Grace first. So. Jetzt wieder ein Stück in die Richtung, oder? Wie machen wir das? Ja, weiß nicht, läuft. Okay. Alright. Aber irgendwie finde ich es auch super cool, dass ich dachte, alles zu haben. Oder nee, dachte ich ja an der Stelle noch nicht mal. Da habe ich einfach noch nicht weiterentdeckt. Aber dass hier einfach noch was war. In meinem Kopf hatte ich schon so abgeschlossen. Ja, ist auch nichts Unerhebliches. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Aber das ist auch schwer zu verpassen, weil das ist nicht der einzige Moment, wo du das hier... Ah, okay. Ich glaube auch, dass ich es früher oder später noch entdeckt hätte. Auf jeden Fall. Aber manchmal läuft man ja wirklich an Kleinigkeiten vorbei. Und das ist ja auch irgendwie geil. Jede Ecke ist mit Geheimnissen gespickt, das mag ich. Das sind wahrscheinlich die Wasserfälle, die wir eben von unten gesehen haben. Ja. Genau. Was für ein Quatsch eigentlich, dass wir jetzt wieder hochgehen. Jetzt hast du den Kreis geschlossen, jetzt weißt du, hier waren wir vorhin an der Kreuzung, you know? Eben, hier waren wir doch. Genau. Ach so, ach, nur dafür bist du hier mit mir hingegangen. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob jetzt hier noch das Schwert der Ultrakrass halten. Stimmt, ja. Das hätte auf jeden Fall... Das war ja jetzt hier schon noch ein relativ großer Raum, den wir hier gerade durchquert haben. Nee, absolut, ja. Das hätte schon sein können. So. War denn das nochmal? Ging es hier jetzt weiter? Habe ich gerade gar nicht geguckt. Ging gar nicht weiter, ne? Nee, glaube nicht. Loch wird hier aber geschrieben. Ja. Okay. Let's go. Oh shit, ich bin aus Versehen auf den Schalter Nein! Ach so, aber das mit dem Loch stimmt nicht. Okay. Nee, war eine Frage. Du musst es ja wissen. Ach so, ja, nee, das sind doch die guten Gags. Ja, ja. Die nie ausgehen in diesem... Ich weiß nicht, ob sie das auch nochmal machen werden.
Mit den Zeichen am Boden. Fall nicht runter, ne? Ich wusste, Heibel, hast du ihn gefunden? Okay, ach, da ist der. Oder meinst du, weil es ist ja so lächerlich, wie das Spiel veralbert irgendwie und immer der gleiche schlechte Gag an jeder möglichen Stelle. Eben, ich finde, das ist auch auf Dauer zu unlustig, als dass ich es halt brauche. Also manchmal gibt's ja lustige Troll-Gags und so, aber ich habe es mir unter anderem deswegen deaktiviert und weil ich nicht gespoilert werden will und die Sachen selber finden halt. Und das war auch so belohnt. Du, ich war in einem Grab, das kennst du bestimmt auch, da gibt's super viele Invisible Walls und ich habe die halt alle selber entdeckt, ohne irgendeine Schrift oder so, und das ist so ein geiler Moment. Das ist gut, ja. Guck mal, hier liegt ein Kopf von einem sympathischen alten Herrn. Der war bestimmt sehr liebenswert. Ja, der sieht echt nett aus. Finde ich auch. War bestimmt so ein Merlin-Typ irgendwie. Wir sind hier im Zaubererlande. Total. So. Ich glaube jetzt... Ah, hier liegt noch die Gu. Da haben wir... Genau, hier waren wir stehen geblieben. Jetzt weiter. Jetzt wird's spannend. Oh ja. Ich glaube dir, weil hier muss ja irgendwas kommen. Oh. Das sieht aber ein bisschen widerlich aus. Oh shit. Der leuchtet. Walle, der leuchtet. Ja, das sieht auch gefährlich aus. Der leuchtet, Walle! Oh Gott, oh Gott. Aber jetzt macht er wieder nichts mehr. Ich glaube, wir müssen ihn schnell erreichen, habe ich so ein Gefühl. Ja, erreichen schnell. Walle! Er schießt lila. Ja, ich loote hier jetzt erstmal nichts. Hast du schon geahnt, wie man hochkommt? Die Treppe hätte ich jetzt genommen. Okay. Oh, nee, hier ist einfach nur ein Händler. Hier können wir uns unterstellen. Ich habe die Karte der Gegend gefunden. Das ist sehr cool. Aber hier kommt man nicht hoch. Das ist die Karte. Das ist ja schon mal mega wichtig. Ja, ich weiß es auch nicht mehr, wie man da hochkommt. Aber eigentlich bin ich... Ich glaube, ich sehe es. Ja, genau, die sind das. Aber ich weiß gar nicht, wie kommt man denn da nochmal hin? Wie kommt man da nochmal hin? Das weiß ich auch noch nicht. Ach stimmt, wir müssen hier irgendwie hoch. Also erstmal die Kleinen. Ah, ich weiß. Shit. Wir müssen zurück, Walle. Echt? Wir müssen zurück, ja. Wir müssen zurück. Okay, okay. Hup. Wo ist er? Also ganz zurück. Zur Eingangstreppe quasi. Ja, Eingangstreppe, wo wir den Gu haben liegen lassen. Ah, wir brauchen den Gu. Wir brauchen den Gu. Um an den Wänden hochzugehen. Wir schmieren uns die Hände ein. Und guhn uns hoch. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür man den braucht. Ja, das schmeckt halt nach Heidelbeere und klebt besonders gut. Das klingt aber viel leckerer, als es aussieht. So, ach so. Guck mal, da hätte ich ja lang gesucht. Genau, guck dir mal auf die Map. Ah, hier ist ein Verbindungskanälsche. Genau. Ja, dafür ist die Map natürlich Gold wert. Da sieht man dann sowas. Zur Orientierung, ne? Ja. Benutze ich auch manchmal dafür. Let's go. Hier ist Hole. Wir sind noch nie gestorben so richtig, ne? Also, nee. Ich glaube, ich bin mal wo runtergefallen aus Versehen, aber... Ja, aber das ist nicht so richtig. Wir haben alle Invader gekillt. Ja. Mehrere schon. Ja. Das haben wir schon alles ziemlich stabil gemacht, muss man mal sagen. Und der hier wird auch kein Problem für uns. Keine Ausdauer mehr, das ist gar nicht so geil. Versteck dich hinter der Säule! Okay, ich habe die nicht schnell genug gesehen, aber es hat alles gepasst. Okay, cool. Was machst du jetzt? Ich warte noch einen Zyklus. Okay, ein Zyklus. Und dann klopp ich. Da komme ich ja gar nicht dran. Da kommt er gar nicht dran. Ah, doch, so ein bisschen, aber halt nicht so geil. Ich glaube, ich brauche einen Zauber oder einen Pfeil. Ein Pfeil, kommt! Den falschen Knopf. Headshot! Aber das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Ja, das stimmt, du kommst eigentlich auch ran, wenn du einfach nur springst.
Ja, bin ich auch eben, aber halt nicht so komfortabel, wie ich es gerne hätte. Da sind große Waffen tatsächlich dann auch mal vielleicht ein bisschen besser. So, komm her, du lustiger. Schön. Aber den hätte man ja schon fast vom Eingang mit Bogen machen können. Ja, wenn du die Range hast. Ja, gut, die hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, aber ja, lame, weil ich dachte, ohne diesen Weg ist man zu 100%ig aufgeschmissen. Ich glaube, der ist auch ziemlich weit weg. Also es ist schwierig, daran zu kommen mit den Anfangsbögen. Na gut. Aber trotzdem krass, war ja kein Boss. Nee, war kein Boss. Aber es hat sich getan war, als Boss. Ja. Hast du ihn dir genau angeguckt? Nee. Leider nicht, ne? Die sehen nämlich richtig cool. Du musst dir mal sein Skull, sein Schädel musst du dir mal genau angucken. Ja, doch, den habe ich am ehesten gesehen. Aber ich finde ansonsten, ich war mir nicht sicher, was das für ein Vieh war. Es hatte irgendwie sowas Gottesanbeterin-mäßiges in richtig schwarz-dämonisch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, hat was von Bloodborne. Die wirst du auch noch häufiger treffen und da wirst du auch noch andere Sachen sehen und dann kommt so ein bisschen cool. Cosmic Horror wieder rein. Ja. Was wir ja eigentlich aus Bloodborne kennen. Aber das ist ja quasi eh so ein Potpourri. Voll, ja. Aus allen Vorgängern und da haben wir auch das wieder. Ja, es war so ein graziles Teil irgendwie. Es hatte viele so kleine Ärmchen und Flügel und ja. So. Aber schau nächstes Mal genau auf seine Stirn. Alright, das merke ich mir. Okay, ja, jetzt können wir hier in Ruhe, kannst du hier in Ruhe abluten. Ja. Mach dein Ding. Aber hier haben wir echt schon alles hier oben. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe da gerade nur so Brain AFK reingeguckt, was da oben noch irgendwas ist. Sieht gerade nicht danach aus, aber es wirkt irgendwie so, als das kann nicht sein, dass in so einem Raum hier so wenig ist. Aber ja, so ein paar Scam-Räume hatte ich schon ein paar Mal. Scam-Räume? Ja. Die tun so, als wären sie belohnt und betrügen dich eigentlich mit ihrer bloßen Erscheinung. Snap. Ja, sag aber gern Bescheid, wenn ich was sehr Offensichtliches hab liegen lassen, weil sonst würden wir ja nur Zeit verschwenden. Ah, okay. Also wenn ich habe keine Ahnung. Du läufst hier eigentlich nur im Kreis, kramst deinen Kram und dann. Ich würde den auch tatsächlich gerade mal ein bisschen looten, ohne die ganzen alle einzeln zu bekämpfen hier. Ja, die sind echt nervig. Weil die sind ja auch lahm. Bei denen kann ich ja weglaufen. Genau. Und die stinken. Das denn? So, ich rüste mich aus, wenn du da fleißig lootest. Ach so, hier sind Gold. Oh, ein Goldtausendfüßler. Cooler Loot. Ja, ne? Oh, oh. Ah. Aber hier kann ich ja noch weiter? Nee, da. Das war nicht das, wo wir herkamen. Das war die Ebene drüber. Aber ich will mal kurz hier reinlaufen. Okay, hier ist nichts. Oder vielleicht doch, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Also langsam kesseln die mich hier ein. Ja, das finde ich so cool an halt den Souls-Spielen. Diese Wasserfälle hast du normalerweise ja in jedem Videospiel. Musst du hinter den Wasserfall schauen. Das ist ja eine Grundregel. Absolut. Aber hier sind so viele Wasserfälle und ich glaube, es ist nur einmal wirklich was dahinter. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Man macht es ja aber dann trotzdem immer, so wie natürlich, man gegen du willst ja jede blöde Wand auch eigentlich immer haut. Also zumindest die so verdächtig aussieht. Yep. Und das sind ja auch sehr wenige. Das kriegen die sehr schön verteilt, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, Schmiedestein auch wichtig für unseren zukünftigen PvP-Charakterplan. Und an dieser Gnade war ich doch noch nicht. Die aktiviere ich doch mal schnell. Hier erinnere ich mich. So. Und dann gucke ich ja mal kurz auf die Karte. Ach, guck mal. Und hier geht es nämlich auch weiter. Und oh, das öffnet sich ja dann nochmal richtig. Scheint zumindest so. Ja, lass machen. Okay. Ui, schon wieder so ein blutiger Raum hier. Insektoide Gegner. Ja, die haben Items hinter sich, das heißt, die müssen dafür sterben. Ah!
Hey! Oh, 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 gefährlich für mich. Danke dir. Horn-Talisman der Immunität. Gegen was macht der denn immun? Was ist denn hier am Ende des Ganges? Schaue ich sofort. Ach so, ach, erhöht einfach den Wert Immunität oder was hier den, Ja. Ja, okay, ich dachte, es wäre ne, immun gegen Punkt, 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 was da einfach nicht dabei steht. Okay, aber warte mal, hier ist noch was, bevor ich da weiter in den Gang gucke. Die Lilien sind natürlich nicht schlecht. Und woher weiß ich denn, ob da hinten nicht noch ein Item versteckt ist? Schön, beide gleichzeitig. Sehr gut. Reite sie. Zähm sie. Die sehen aber wirklich so reitbar aus. Also attraktiv finde ich die auch nicht. Ja, aber guck mal, die sind ja quasi ein lebender Sattel. Die haben dazwischen, kannst du so wunderbar sitzen. Hinten kannst du dich so anlehnen. Kannst auch noch einen Schlafsack in den Buckel packen. Das stimmt. Weil, komm doch mal in die andere Richtung. Also ich würde jetzt die Wege mal halb-halb gehen und dann immer so ein Stück weiter, okay. Weißt du? Okay. Nein, ich komme. Zeig mal deine Map, wie das bei dir aussieht. Map der. Ah, okay. Ja, die ist direkt ganz aufgedeckt. Oder was meinst du? Ich meine jetzt nach Südwesten, wenn du da weitergehst. Ach so, hier. Ja, schon speziell, nee, nee. Sehr schwarz. Hier sehe ich nichts. Wieso ist denn das so schwarz da, aber leck, was? Ist das sonst so schwarz oder ist das sonst so grauer Nebel? Ach stimmt, wir gehen jetzt gar nicht in diese Richtung hier. Da willst du mich von weglocken. Da gehen wir gleich hin. Okay. Ich will nur einmal, ich war auch lange nicht mehr hier. Ich will okay. Da jetzt einmal reingucken, ja, weil da ist vielleicht was, was etwas Sehenswertes. Ja, habe ich Bock drauf. Vielleicht irre ich mich. Oh, da ist tatsächlich was. Ein kleiner Gecko oder sowas. Ja, ein süßer Gecko. Ah, hier sind noch mehr Geckos. Ja, streichen sie. Das sind bestimmt NPCs, mit denen wir reden können. Ja. Okay. Ich klopf mal drauf. Komm zu mir. Die kennst du aber schon noch, ne? Ja. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Augen gesucht. Und sie sind auch genau wie bei den anderen da am Ende der Schnauze. Ne, das wusstest du, dass das nicht die Augen sind, ne? Also diese Großen meinst ja, du, dass ja. Das nicht die Augen sind? Ja, das ja eigentlich. Ja, das ist deren deren Betrugsmasche sozusagen. Ja. Ja, die sind wie so viele Gegner in diesem Spiel oder in dieser Reihe so unglaublich cool designt, finde ich. Ja, die sind echt cool. Ein bisschen Seife gefunden, mitten in der blutigen Höhle. Ja. Apropos blutige Höhle. What? Cool. Also der Ausblick kann sich sehen lassen. Wobei... okay, wir gucken in eine andere Richtung. Ich dachte, ja. Da müssten wir jetzt hin. Weil das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn ich das so angucke. Ich finde, rot wirkt immer... Da solltest du jetzt noch nicht hin. Aber es bleibt ja immer rot, was ja Quatsch ist. Ja. Ich muss zugeben, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Diesen Sims hier oben. Ja. Aber du hast auf dem Schirm, was da unten ist, oder was? Ja, genau, weil ich jetzt weiß, weil ich war irgendwann dann ganz spät denn hier und dann jetzt ist mir das klar geworden, dass du so ein Foreshadowing ja hier in dieser Höhle einmal hast. Ganz spät, aber sage ich ja, da kommt man nämlich erst später hin. Ja, genau. Der gute Teil der Höhle, den wir bezwingen können, der ist nämlich noch blau. Richtig. Wenn wir zurücklaufen, dann wird es freundlicher. Genau. Laufen wir zurück in blaue Gefilde. Weil ich glaube, das war auch wirklich nur ein Foreshadowing. Wir hätten uns da ja nicht runterdroppen können, dann wären wir gestorben. Hättest du es probieren können, ja, aber ich glaube, du wärst gestorben, ja, genau. Aber wir, ja, genau. Irgendwann will ich nochmal so einen Run machen, wo ich alles versuche, was ich mich nicht getraut habe. Also zum Beispiel jeden NPC mal umbringen. Und gucken, was wer droppt. Was ich mir dadurch wie kaputt mache. Also ein Kram.
Aber das machst du halt nicht in deinem First Playthrough. Nee, das stimmt. Deswegen haben wir auch in diesem hier, weil das quasi ja schon der Second ist, ja auch den Typen bei Godric gekillt. Genau. Und das war ein super Experiment. Das stimmt. Nur leider... Also ohne jetzt was zu spoilern, einfach, also es ist leider nicht so spannend wie in den anderen Spielen. Da, ja. Ne, zum einen kannst du ja gar nicht alle töten. Ja. Viele sind protected da in ne, beschützten Gebieten, wo man gar nicht kämpfen kann. Und häufig trauben die gar nichts oder na, nichts wirklich Nettes. Er hat ja wenigstens so eine Klangperle gedroppt, aber die hat dann keine coolen Items verkauft. Ja, mit den Klangperlen ist es, glaube ich, so, dass wenn die was verkaufen und du sie tötest, droppen sie die Klangperle, die das dich kaufen lässt. Ach so, aber nee, verkaufen. Moment, bei ihm konnte man noch nie was kaufen. Bei wem? Bei dem Godric-Typen. Bei dem der ganz so. Im Kopf rumtritt. Ja gut, das, aber genau, das kann zusätzlich sein, dass die trotzdem eine Klangperle, aber die etwas verkauft, so. Glaube ich, du immer eine das? Klangperle. Okay, ja, verstehe. Naja, gut. Ja, ich habe schon gehört, man kann ja die Händler umbringen, sich aber mit denen dann auch wieder sich wieder gutstellen. Also dann ist auch nicht alles gelaufen. Ja, aber das Spiel treibt dich so ein bisschen. Warte mal, du musst mich gleich neu summonen, glaube ich. Ich kann da nicht rein. Oh, no. Ja. Hä, aber das ist... Weil ich glaube, die Händler droppen zum Beispiel immer ihre Klangperle und dann musst du nicht überall hinrennen, sondern wenn du alle getötet hast, kannst du das immer bei der Klangperlen-Tante kaufen. Was ja viel praktischer ist. Auf jeden Fall. Ja, klar. Guck mal, ich kann hier nicht rein. Das ist insofern merkwürdig, als dass wir kennen ja die Situation, aber das ist farblich ein Foggate, was eigentlich auf den Boss hinweist. Stimmt. Den es bei mir nicht gibt. Geh mal ein bisschen weiter rein. Dann kommt der Boss oder was? Nee, aber dann wäre ich ja auch durch den Foggate gegangen. Aber ich sehe dich noch. Das ist doch hier der Königsdude da, oder? Ah, nee. Einer droppt davor runter. Godzilla ist das. Jo, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, der macht natürlich noch einen dritten. Sehr gefährlich. Der ist ein bisschen gefährlich, ja. Fuck, falscher Moment. Ach cool, du bist dabei, konntest du dazukommen, oder was? Ich bin dazugekommen, genau. Sehr gut gelaufen. Ach, der macht noch so einen, wenn er dann den Arm wieder aus dem Boden zieht, oder was? Das habe ich irgendwie näher eingeschätzt. Ach Mann, ich wollte nicht nochmal schlagen. Habe ich zu sehr gespammt. Zu sehr gespammt. Oh oh, er leuchtet! Er leuchtet! Das sieht böse aus. Er hat Flügel bekommen. Ach du mein Er kann fliegen. Er ist in einer anderen Phase seines Lebens. Ja, Midlife Crisis. Ich schneide ihm seine Klöten ab. Sehr gut. Genau das sollte man in dieser Lebensphase tun. Ja. Oh, oh, oh. Oh, shit. Feuer, 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 Feuer. Die sind sehr dick. Lebst du noch? Ja, ich habe ihn jetzt. Sehr gut. Wir, beziehungsweise wir. Drachenblutsoldat. Bla, bla, bla. Ich konnte gerade noch den Anfang seines Namens lesen. Vorher hatte ich keine Zeit. Cooler Typ. Ja, ne? Der ist cool. Gefällt mir. Aber was noch cooler ist, ist der Typ, der vor dir steht da. Der ganz große. Der da, ne? Ja. Den kennst du aus dem Ladescreen wahrscheinlich schon. Ja. Fällt mir gerade ein. Ja, ja, ja. Das ist nämlich was, kannst mir gerne sagen, was, weil hier ist noch irgendwas, was ich bestimmt nicht entdeckt habe. Dass ich mal mit dem Typ, hier ist bestimmt irgendeine Quest zu Ende oder irgendwie sowas oder der Typ spricht noch oder keine Ahnung. Also meinst du, der Typ sitzt da nicht einfach das ist, ohne da Grund? Da ist noch irgendwas, genau. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum der Typ da sitzt oder was man hier noch Besonderes machen kann. Also klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mit einer Quest zusammenhängt, aber das ist ja ein bisschen wie mit den Wasserfällen, was wir gerade hatten. Also es gibt halt auch einfach Stellen, die sehen wirklich monströs und cool aus, sind dann aber... Also das war es dann aber auch. Und das finde ich irgendwie auch cool, weil dadurch du hast verliert das nicht an Besonderheit, wenn dann so ein Typ mal plötzlich aufsteht oder so. Ja. Aber ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass du hier vielleicht doch nochmal zurückkommst. Und hier vielleicht doch noch was ist. Große Geisterlilie, okay. Ich wusste nicht, dass es die in groß gibt. Cool.
Ich habe mir übrigens angewöhnt, bei jeder Truhe, die ich öffne, immer als ersten Move diese Rolle dann zu machen, damit ich mich entscheiden kann, ob ich jetzt bei einer Tricktruhe in ein anderes Gebiet möchte oder nicht. Tricktruhe. Ja, da kann man, wenn man, da kann man relativ schnell wegrollen, ne? Ja. Tricktruhe. Okay, neue Gnade entdeckt. Cool, cool. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, guck mal, so groß, wie ich mir vorgestellt habe, ist der Raum gar nicht. Allerdings deutet sich an, dass wir hier noch hinter können, hinter den Sitzenden, weil das hier ist ja der Sitzende. Der Sitzende. The Sitting heißt er im Original. Ja. Und das mache ich da mal direkt. Oh, kann ich gar nicht. Ja. Verstehe. Okay, okay. Ja, ist wieder eine coole Nummer. Ah, ja, ja, ja. Da unten sehe ich doch schon eine Gnade. Das heißt, wir kommen da irgendwie anders hin. Wie ist jetzt noch die Frage? Weil hier nach links, laut Karte, kann man ja auch noch. Nach rechts meine ich. Hier. Über uns quasi. Genau. Da gab es auch so ein Zugangsflüsschen. Ich kontrolliere nur einmal eben diesen Wasserfall. Ach so, das ist wahrscheinlich einfach in die andere Richtung eben, wo du gesagt hast, komm mal lieber erstmal hier mit hin. Oder? Nee, nee, nee. Da waren wir dann beim Roten und dann sind wir dahin zurück. Wo führt der denn hier lang? Ach, guck mal, hier sind wir am Anfang gar nicht lang gegangen. Genau, weil dann. Ja, ja, okay. War, ne? Ja, gut, dann kommt man darüber dahin, würde ich jetzt behaupten. Außer hier ist dann wieder eine krasse steile Action. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein krassester Guess, den ich bisher habe, da lang zu gehen. Würdest du sagen, das ist ein guter Riecher? Also du kannst den Riecher gerne reinstecken da in dein... Schon wieder der Reinstecker. Ja. In deine Idee, die du da hast. Aber ich kann dir auch in The Interest of Time sagen, dass du da jetzt, das war's. Aha. Das ist ganz cool. Ja, weil du kommst da nicht weiter. Du suchst da jetzt normalerweise weiter rum. Ja, ich habe auch weiter rumgesucht, findest dann aber raus. Ja, dann kommst du aber nicht so easy hin. Und lässt das dann erstmal links liegen und wirst dann irgendwann später da noch vielleicht nochmal hinkommen. Ja, also mit Sicherheit, wenn ich schon die Gnade sehe da. Also da irgendwie kommt man dahin, nur nicht auf diesem Wege. Genau, irgendwie kommt man dahin auch nicht auf diesem Wege. Und okay, cool. Das ist eine sehr, sehr coole Ecke tatsächlich. Ich will sie dir gar nicht auf meine... Kulusha da nicht so rüber, du. Du weißt, du willst dir das doch nicht spoilen. Nee, will ich echt nicht. Das ist eine coole Ecke. Ja, aber gut, die Karte hat mir jetzt nichts erzählt. Also die Ecke an sich ist ja die spannende, nicht die Ecke auf der Karte. Genau. Aber ja. Ähnlich ist es ja auch bei diesem... Da warst du ja schon, in diesem Sophia River. Da war ich schon komplett. Genau, ja. Und da kannst du ja auch schon, wenn du hier unten stehst, hier hoch gucken, aber das hast du noch nicht gesehen. Ja, das finde ich richtig. Und dann stehst du hier unten und siehst da oben, das ist schon mega cool gemacht. Ja, wieder dann. Das ist echt toll gemacht. Da hatten wir noch in der ersten Folge mit Eddie kurz drüber geredet, so, hoffentlich kommt hier auch dieses vertikale Level-Design und so. Und ich finde, genau das ist das. Dass du wie bei Dark Souls 1 eben siehst, so, da oben ist Kulisse und dann bist du da plötzlich. Den Moment hatte ich jetzt auch häufiger, als ich zunächst dachte in einem Open-World-Spiel. Auch zum Beispiel in den Legacy-Dungeons heißt das ja auch. Ah, okay. Also, oder? Das hat man ja da immer mal wieder, dass man so irgendwo denkt, da hinten komme ich bestimmt noch hin. Ja, ich verbinde das auch mal mit Abkürzungen. Weil früher waren das bei Souls immer abgekürzt, machst die Tür auf und denkst so, jetzt bin ich geil, Abkürzung. Ja, ja. Und das hast du im Grunde dann gar lässt nicht, die weil Leiter runter. Gibt's nicht, weil du hast alle 50 Meter diese Bonfire. Nee, stimmt, es gibt keine Shortcuts wirklich. Ja. Ab und zu mal ein. Ja. Manchmal gibt's auch unnütze, aber ganz seltene. Und ich hatte das weniger, dieses Gefühl, hier sind wir. Das ist natürlich, wie gesagt, der Open World auch geschuldet, aber das da unterschiedliche... Nee, das stimmt, also ich hatte es auch weniger, aber ich dachte zunächst, das kann gar nicht drin sein. Wie sollen sie das machen in so einem flachen Open World Spiel? Und dann kommst du ja später in Gebiete, wie hier zum Beispiel oben, wo du schon siehst, wie hoch ist es denn da? Ja, wie komme ich denn da hin? Und solche Sachen. Genau. Das machen sie schon. Spoil da nicht, keine Angst, ich gehe wieder runter. Ja, nee, da war ich auch schon mal, das weiß ich schon. Aber gut, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, und man kann viel machen. Man kann viel machen. Was nur? Nur was, genau. Alle, was nur? Und bald ist ja... Warte mal, erstmal gehe ich... Ich muss ja hier raus. Deswegen gehe ich erstmal zum Aufzug. Ich glaube, das wäre hier. Du kannst auch einfach R3 drücken. Das wusste ich nicht. Wie oft ich bei Sirofa... Soll ich dir noch einen Trick zeigen? Drück mal Y. Also, Y. Und jetzt drück mal R1.
Nochmal, bis du zu dem zur Tafel kommst. Und jetzt drückst du mal wieder R3. So, und jetzt jedes Mal, wenn du dahin willst, musst du nicht immer rüberziehen, wie die meisten Leute anfangs machen, inklusive mir, sondern du drückst einfach nur aufmachen und dann drückst du zweimal Y. Mind blown. Ja, krass, also da kann man sich so Favoriten halt setzen von Gnaden und so. Das ist natürlich aber das gut. Merkst du, also ich habe es erst am Ende des Spiels gemerkt. Deswegen wollte ich, dass dir das nicht passiert. Ja, vor allem ist das ja kein Spoiler, ist jetzt ja nicht so, Mann, das hätte ich gern selbst herausgefunden. Das sind ja die Sachen, wo Leute sagen, klar, ist cool manchmal, dass Souls nichts erklärt. Sowas hätte aber schon in der Textbox einfach mal erwähnt werden können. Ehrlich gesagt, steht's unten. Achso. Okay, man liest ja dann auch oft nicht. Das ist, glaube ich, euer häufigster Kommentar in allen Jahren Rocket Beans. Lest halt die Texte. Wir können nicht lesen! So, wo willst du hin? Lass uns also, noch mal... Naja, ich schreib dir nichts vor. Nee, also ey, das ist ja die gemeinsame Reise hier. Du sollst ja auch Spaß haben. Ja. Also viel Spaß. Du willst irgendwas Cooles zeigen, habe ich im Blut. Nee, ich will nicht was Cooles zeigen, sondern es gibt. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Du könntest überall hin. Ja, klar, ich kann überall hin. Das ist einfach mega cool. Hattest du. Das hast du schon überlegt, questtechnisch, ob man da weitermacht, aber das wollten wir nicht machen, weil da wissen wir nicht ganz genau. Hä, wieso? Hä? Ja, wir hatten ja hier die Cella, heißt diese Magierin. Da hatten wir ja letzte Folge sie getroffen, aber die ist noch ein bisschen verrückt. Wir müssen erst was finden. Ja, aber es gibt ja noch die gleiche, die woanders haust. Genau, aber da wussten wir jetzt nicht. Ich würde da nur hin, wenn wir genau wissen, was wir machen. So. Das stimmt, aber das ist zumindest ein kleiner Boss, der noch in unsere Restzeit passt. Nee, da ist kein Boss. Da ist kein Boss. Da ist nur so eine doofe Pflanze, die sich als Boss ausgibt. Das stimmt, aber wir können, wie weit bist du denn hier im Westen? Also hier in diesem Spiel stand natürlich überhaupt nicht weit. Du hast da voll die Dinger. Nee, die sind alle Rea Lucaria. Nur das ist daneben. Das ist alles Legacy Dungeon. Legacy Dungeon? Ja, also Akademie. Wo wir gerade waren, oder? Ach, das ist die Akademie. Ach, du hast die Karte nicht. Nee, ich hab die Karte nicht. Du weißt, dass die Karten da angezeigt sind. Ja, die sind hier. Das ist immer das Erste, was ich mir hole. Und ja, wir machen hier fast alles zusammen. Das Einzige, was ich oft eher gemacht habe, ist zu leveln. Na gut, okay. Und deswegen hatte ich übrigens auch schon die, eben als wir da hingegangen sind. Weil die habe ich schon geholt, weil ich mir die Träne da geholt habe. Und die Saat. Gut, dann gehen wir da hin, bevor wir zu lang schnacken. Ja. Welchen hast du jetzt? Den? Den Tempel da drüber. Den da. Tempel Quarter. Ja. Okay. Stimmt, hier sind wir auch zum Drachen aufgebrochen. Genau, dann lass uns mal so ein bisschen nach Westen, Nordwesten. Mhm. Das ist cool da. Das kenne ich auf jeden Fall auch schon, das ist cool. Ja. Ich wäre fast gegangen ohne dich. Da wollte ich jetzt hin, weil das startet so ein bisschen eine Questreihe, eine der besten Questreihen. Mhm. Und wenn man die ist super. Ja, ist doch ganz geil. Dann haben wir schon ein bisschen was für nächste Folge, weil das würden wir ja dann da machen. Und dann würde ich sagen, Eddie ist ja auch bald wieder dabei. Diese Entscheidung. Ja. Was machen wir letztendlich mit dem Umspecken und irgendwie Waffe vielleicht als Ziel? Würde ich dann einfach zu dritt treffen. Ja. Weil der Witz ist ja, dir wird ja nicht langweilig. Wir haben ja genug, was wir jetzt bis dahin zwischendrin so machen können. Das ist immer wieder geil. Niemals. So, Zeichen aufgetaucht. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch viel sagen. Wir können doch mal in die Richtung gehen. Ja, wir gehen einfach schon mal in die Richtung. Der ist auch ein ganz interessanter Ort, ohne das zu spoilen. Sind da so vier Türme. Ja. Und ich dachte, wie cool sind diese Türme? Und wollte da denn später nochmal hingehen, weil ich dachte, das bewahrst du dir auf. Das sah ziemlich schwer auf. Und ich bin dann ganz am Ende nochmal hin und war nicht so eine gute Idee. Da erst, okay. da nicht gleich. Dann gehe ich da jetzt bald hin. Ja. Ich sag mal, was ich vermute, was sich hinter den Portalen befindet, okay? Ja. Und zwar gucken wir gerade hier auf eine Hochebene, wo eine Kirche und alles ist. Die sieht man von hier schon. Da kam ich aber nie drauf. Ich habe lange den Eingang da gesucht. Wie komme ich da hoch? Mhm. Und ich kam da nicht hoch. Und dann dachte ich mir, als ich die Portale gefunden habe, eins von diesen Portalen führt bestimmt auf diese Ebene. Invader! Invader! Oh, der heilt sich. Lappen! Ist nicht, du Lappen! Oh, ich hab zu viel HP, Junge! Oh. Kommt einfach reingeschlichen. Oh, der hatte wohl nicht so einen guten Tag. Nee.
Und immer noch nicht gestorben. Streak erhalten. Wie viele haben wir gekillt? 3 Invader, glaube ich. Ja. Das ist nicht schlecht, ne? Und ein Hattrick. Schon geil. Wobei, ich weiß nicht, ob es in 2 Folgen war. Ja, es waren 2 Folgen. Wir haben ja genau 2 hintereinander gemacht, was man vielleicht erkennt an unseren Klamotten, die wir schnell zwischendurch gewaschen haben. Ja. Aber das sind die gleichen. Okay. Krass. Was soll ich sagen? Also stimmt das, ist jetzt die Frage natürlich. Komme ich auf diese Hochebene durch so ein Portal? Nein. Okay. Das wollte ich wissen. Krass, aber wie kommt man dann auf diese Hochebenen? Ja, ich würde es dir so gerne sagen. Aber es wird so befriedigend, wenn ich es rausgefunden habe. Ja. Wenn du wüsstest, wie dicht du dran warst. Oh, okay, shit. Ich schreibe dir eine SMS, wenn ich es habe. Ja, und das, obwohl ich seit 10 Jahren keine SMS geschrieben habe. What? Ich wollte hier nur eine. Ach so, du bist das. Okay. Wie wir auch konsequent einfach die Kopfhörer nicht aufgesetzt haben jetzt, merke ich gerade. Ja, je nachdem, auf wen das Bild geschnitten ist, hören wir den Sound hier im Studio laut auf den Boxen. Ach, guck mal, da gehst du hin. Ich dachte, wir gehen hier links zu dieser kleinen Parade. Oh ja, gute Idee. Weil da war ich richtig froh, da war mal ordentlich was los einfach. Da ist richtig was los. Außerdem gibt es da ja immer eine Belohnung. Ja, stimmt. Ist sie noch da? Fährt die nicht nachts? Ist Sonntag? Ich dachte eigentlich, die fährt nachts. Stirbt. Aber, hä? Aber das sieht hier auch nicht genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Sind wir überhaupt an der richtigen Stelle? Ich habe ja keine Karte. Ich glaube, wir sind nicht. Wir sind noch zu weit. Du hast keine Karte, achso. Sorry, dann mach ich muss mal gucken. Wo sind wir? Da. Nee, das ist über uns. Das ist, ja, ist über Nördlicher uns. Nördlicher, ne? Ja, ich bin falsch gegangen. Ja, wir waren also eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs. Nicht geschafft. Aber wir machen es so: wir gehen da jetzt noch hin. Okay. Zeigen, was uns erwartet. Okay. Und dann haben die Leute ein Bild davon, was sie in der nächsten Folge erwartet. Aha. Aber wir greifen nicht mehr an. Ah. Hier ist übrigens noch ein Siegelgefängnis. Ein Siegelgefängnis. Da kann ich bestimmt nicht mit rein, ne? Da kannst du vielleicht auch gar nicht. Ach genau, kann ich da jetzt rein? Guck mal, ob du das... Nee, kannst du nicht, das kann man tatsächlich nur alleine machen. Interessant. Oder ich weiß nicht, ob ich... Nee, in dem Gefängnis dich zu beschwören geht auch nicht. Ja, krass. Aber man muss auch sagen, die sind meistens auch sehr easy. Kommt drauf an, wo man hingeht, ne? Genau, also wenn du in dem Gebiet richtig gelevelt bist, also da gerade sein sollst sozusagen, dann finde ich die absolut bezwingbar. Die sind nur schwer, wenn du unterlevelt bist. Oder es gibt ein ganz besonderes Siegelgefängnis. Da haben Leute mal in einem Twitch-Chat, wo ich zugeguckt habe, gesagt, das wäre irgendwie wegen des Network-Tests, wäre der Gegner dort hinplatziert worden. Oh nein, ich bin vergiftet, weil ich nicht aufgepasst habe. Und die hätten den einfach vergessen, wieder zurück zu platzieren. Woher diese Menschen in irgendwelchen ominösen Chats diese Info hatten, weiß ich allerdings nicht. Deswegen ist es auch eine Information, die natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Aber der ist so, weißt du, wen ich meine? Nee. Wenn du hier bei dem allerersten, was ist denn der Anfang jetzt? Hier. Bei dem allerersten Riesen, da gehst du ja dann so hoch. Mhm. Und wenn du hier direkt wieder links gehst, ist hier nochmal so eins. Mhm. Kennst du das? Ja. Und da ist so ein Ritter drin, wie der fliegen kann in Stormvale. Ja. Ja. Und der ist viel krasser als die 20 Siegelgefängnisse, die du danach abcheckst. Der hat so mega viel HP. Ach so. Und der ballert dich am Anfang so weg. Ach so, okay. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Das meine ich. Also der ist vom Schwierigkeitsgrad, passt da viel weniger hin als sonst die Leute in den Siegelgefängnissen. Ja, okay. Hey, das machen die häufig. Ich weiß noch, wir waren mal auf einer Messe und konnten Dark Souls 2 spielen und da gab es ein Testlevel mit diesem Mirror Knight. Und der war auch so extra schwer gemacht, weil die da eine Challenge draus gemacht haben. Wer von euch Pressefuzzis schafft das erst den Mirror Knight? So schwer gemacht, dass ihn keiner schafft. Ach, krass. Und, okay, ist aber ja auch eigentlich ganz witzig da. Ist mega witzig, ja. Ja. I follow you. So, ja, jetzt sind wir quasi da, wo die Party geht.
glaube, wir haben uns schon wieder verlaufen. Nee, wir sind richtig. Und zwar nicht die roten Qualen, deswegen umlaufe ich die auch mal ganz kurz. Die roten Qualen. Sondern dahinter ist ein Lager und dahinter geht eine kleine Parade los. Das stimmt. Also ich nenne das gern so. Weiß irgendwie nicht, was die sonst machen. Nö, klar. Ich meine, das kennen wir vielleicht aus Disneyland oder so. Da ist ja auch dann immer so ein Highlight, diese Parade. Ja. Wo du eigentlich als 10-jähriger Bengel oder wie alt du bist, keinen Bock drauf. Also willst du über Achterbahn fahren, aber deine Eltern ziehen dich dahin und sagen, ey, guck dir die Autos, die da lang sind. 2 Stunden stehst du rum. Du könntest auch Snake Mountain... Nee, wie heißt das? Snake Mountain. Aber nee, du musst dir 2 Stunden Mickey Mouse angucken und wie heißt die Eisprinzessin? Ja, Elsa. Elsa, genau. Ja, genau sowas ist das. Das musst du ertragen, um auf die coole Achterbahn zu fahren. Weil die Eltern denken, das findest du toll. Das lieben Kinder. Das lieben Kinder, genau. Gehasst. Ja. Nee, war ich auch nie ein Snake Freund. Snake Mountain. Komm, mein Kind, wir gehen jetzt in Snake Mountain. Meine beste Erinnerung an Disneyland war tatsächlich, dass in unserem Hotel, was direkt zu Disneyland gehörte, ein paar Etagen unter uns, so ein riesiger Raum mit ganz vielen Spielautomaten. Und jetzt kommt der Kniff, die waren alle for free. Die waren alle aufgemacht. Nein. Und diese wo du reinsteckst. Ja. Und da sind immer diese Buttons da drin. Ja, wenn du den Schlüssel hast, machst du es auf und da ist ein Button für Freispiele. Ach. Und alle waren offen. Wie geil. Und ich wollte gar nicht in Disneyland. Ich war nur da runter. Weil du an Book of Ra hängen geblieben bist oder was man da so spielen kann. Ey, ich bin da, das war Top Gun in dem Teil, was ich bewegt hatte. Nein, aber das war richtig. Und da war Sega Rally, weiß ich auch noch, mega krass. Also richtige Videospiele, nicht einfach nur Abzockspiele. Nein, die richtig Spaß geilen, diese, wo du rein, das Top Gun, wo du wirklich so geflogen bist. Cool. Das war mega. Ich weiß, hieß nicht Top Gun, glaube ich, oder wie es, aber es war, du warst im Düsenjet und Topfahren. Wieder war das mit, ja, Top-Flugzeug. So, schaffen wir es noch? Ich glaube nicht. Nee, wollten wir auch gar nicht. Ihr habt sie noch ganz kurz gesehen. Da zieht sie von dannen die Parade. Ihr seht. Ach ja, da hast du sie gezeigt. Okay. Genau. Was es mit der auf sich hat, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich wollte da noch ein spätestens vorhängen, aber das ist natürlich Quatsch, weil früher kann man das gar nicht erfahren. Außer ihr holt euch das Spiel natürlich selber. Dann schaut gerne mal bei unseren Affiliate-Links vorbei in der Videobeschreibung. Aber ich freue mich natürlich auch wie immer über eure Kommentare. Ihr habt bestimmt auch noch fabelhafte Ideen, welche Waffen ich mir kaufen soll, besorgen sollte, beziehungsweise auf welchem Bild wir vielleicht gehen, falls wir dann irgendwann unseren PvP-Charakter einmal umskillen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass der gute Eddie auch nächste Folge wieder dabei ist. Wir schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall, Leute. Bis dann.